Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Heute teste ich mal für euch ganz exklusiv wieder ein Malzgetränk. Und zwar habe ich hier die Sorte gefunden. Power Malt Extra Energy. Also bleibt dran. Yo, Power Malt Extra Energy. Non-Alcoholic Malt Beverage und so mit B-Vitamine und so weiter und so fort. Woher das kommt? Ja, woher kommt das? B-b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 -
Uiuiuiuiui. Oh, also ich muss sagen, es schmeckt sehr, sehr gelungen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es hat einen feinen, zarten, dann kräftiger werdenden Malzgeschmack. Also, der Malzgeschmack, der haut richtig rein. Nur irgendwie im Abgang fühlt sich das an. Habt ihr schon mal auf einem Zuckerwürfel geleckt? So. Als Kind habe ich das gern mal gemacht. Ich hab die als Kind auch gern mal gegessen. Soll man ja eigentlich nicht machen, ne? So. Oder ich habe sie im Mund auflösen lassen. Das mache ich heute noch gern. Und wenn man 2-3 Zuckerwürfel in den Mund nehmen würde und dann drauf rumkauen würde, so würde sich das anfühlen. Wie das im Abgang schmeckt. Also total süß. Eine zuckerfreie Variante würde ich in dem Fall sogar feiern. Die würde ich echt feiern, glaube ich. Aber das feiere ich auch. Das kann man nicht immer trinken, weil das hat, also ich kann es nicht immer trinken, weil das hat zu viel Kalorien. Aber schmeckt super fein. Es gibt Energy für den Tag und es gibt nichts auszusetzen daran. 5 Sterne dafür, außer halt die Süße. Ne? Also sagen wir 4,9. Ne? So, also sagen wir 5 Sterne ist okay. Weil der Geschmack gleicht das wieder aus, diese zuckerlastige. Ja, jetzt seid ihr in der Reihe. Was haltet ihr davon? Kennt ihr solche Getränke? Ist das denn dänisch oder ist das Trinidad? Was ist es? Ich tippe auf dänisch. Oder ich tippe auf dänisch. Importiert von Dänemark. Also importiert aus Dänemark. Ich tippe auf dänisch. Schreibt mal unten rein, was ihr haltet davon. Und wenn ihr es schon kennt, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr es findet. Ob ihr das trinken würdet, ob ihr es weiterempfehlen würdet und so weiter. Und wenn ihr mir eure Liebe zeigen wollt, ne, dann drückt jetzt auf den Abo-Button, auf die Glocke natürlich auch und schaut meine Playlist noch runter. Malzgetränke habe ich auch mit drin und Getränketest, Energy Drinks, auch verschiedene Länder. Dänemark ist glaube ich nicht dabei, wird wahrscheinlich irgendwann kommen oder es ist allgemein unter Getränke auch, also es sind über 800 Stück. Da könnt ihr eine Zeit lang gucken und liken und kommentieren und was auch immer. Ja? Dann würde ich sagen, bleibt gesund, trinkt Malz statt Alkohol und gute Fahrt, Jungs und Mädels.